Ich glaube, ich fühle mich nicht als Dual-Plate-Spielerin. Sensei, zerwehrst du und gib mir mal einen Tipp, damit ich besser Langschwert spiele. Das Dual-Plate ist schon tricky, bis man die richtig beherrscht, bekomme das dauerhaft. In der Luft sei nicht hin, zwei, dreimal ja, aber danach ist Ende und Ausdauer ist nicht das Problem. Ja, also ich finde Kleber auch schwierig. Es ist halt auch voll unterschiedlich. Es gibt halt Leute, die sind richtig gut mit den Waffen und es gibt Leute, die sind richtig schlecht mit den Waffen. Was? Hier. Ich bin selber kacke mit Langschwert. Ich habe auch die Input-Probleme wie Doc. Ja. Mann. Cosme. Dann muss ich jetzt blöd bei meinem Großschwert bleiben. Ja, wieso? Doch. Bei Hammer habe ich keine Lust, weil das ist, das spielt sich ja auch mit den Aufladungen. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt Bock drauf habe. Und wo liegt das denn wieder? Jagdhorn hat Zerberstung keine Erfahrung. Ha, hey Monster Hunter Man, how are you? Nice to see you. Monster Hunter Man, how are you? Wie hole ich denn das wieder L und B? LS ist doch gar nicht so meins, nur Dual Plates und Lewe. Achso! Spielst du gegen Fetti, die Alatron hat? Was, du siehst mich in Charge Plate? Ich bin gut, danke schön. Was war Charge Plate? Das war die Energieklinge, oder? Oder war es die Morphex? Charge Plate ist Energieklinge, ja. Und du spielst die Morphex, ne? Ja, und ich habe aber auf dem ersten Playthrough auch Charge Plate gespielt. Energieklinge, ja. Okay, jetzt aber erst. Wie ich die Waffe hole. Schreib mir. Diesen verkackten Käfer wiederholen. Schreib mir jetzt die Combo auf, die ich bei der Energieklinge machen müsste, um die perfekt zu spielen. Komm wieder her, du Scheißkäfer. Nee, ich hab Grimbrust und viermal Fetti. Aber du bist doch gar nicht Fetti Fett. Du bist doch Regine Regie. Dafür habe ich nicht genug Nein, Zeichen. Nein, LT und B, das ist LT und B. In einer Nacht. Und LT und B ist es auch nicht. Ha, ist so schön. Oh nein. Ist die so kompliziert, kannst du nicht sagen, okay, du musst jetzt, keine Ahnung, LTA drücken, BB, A. Wäre das nicht möglich? How are you? Wie geht es dir? Is how are you? It's crazy. But yeah, we're fine. And you? So. Oh, dann kann ich doch jetzt keine Energieklinge spielen, Zerwerstung. Ja, wieso nicht? Was du mir nicht erklären kannst. Ich kann es dir erklären. Ach, hast du sie gespielt, ich hast du gesagt? Ich weiß ungefähr, wie sie funktioniert. Ja. Okay, dann erklär das Zerwerstung. Zerwerstung sagt ja oder nein. Und vielleicht hat er noch einen Pro-Tipp. Schlagen, bis die Filionen rot werden, RTB. Wir nachladen, dann Y, hörst? Ja, schau mal, pass auf. Du schlägst zu, oben sind die Fiolen, siehst du die? Ja, ich sehe die Fiolen. Die sind gelb, so. Jetzt rot. Na genau, drückst du RTB. Jetzt sind sie aufgeladen, siehst du? Ja. So, und dann drückst du YB und dann RT canceln und jetzt ist das Schild geladen. Das ist halt viel zu merken, das ist eher das Problem. Fiolen aufladen. Fiolen aufladen, dann gibt es noch, warte. Jetzt ist das Schwert aufgeladen, jetzt gibt es noch den hier. Was, man muss die Fiolen aufladen und dann das Schwert? Ja. Also du kannst das Schwert auch vorher aufladen. Aber ist egal, welche Reihenfolge. Ich glaube schon. Aber jetzt gibt's hier schon. Okay. Schwert muss man nicht. Ich habe aber gedacht, wir machen mehr Damage. Also musst du mal deine Violen rot machen durch normale Schläge und dann hast du das hier. Und der Dev hat mir das gezeigt, es gibt irgendwas für mich, du kannst hier Hochleistungskonter machen. Und irgendwie. Also, warte. Ich finde es nicht. Hier und dann geht immer der hier und dann kannst du die Violen wieder rausladen. Boom. So, und dann kannst du die Violen gleich wieder aufladen. So, und dann sind wieder die Violen drin. Schau. Und dann könnten wir. Der Konter, das war dumm. Hier. Irgendwie kann ich da irgendwas machen. Ich weiß noch nicht was.
Also im Endeffekt draufhauen, draufhauen, draufhauen. Genau. Der LTB ist ein Hardcore-Konter, der dir sofort alle 5 Violen auflädt. Und dann Was? Ja. Und dann ist so ein B nach dem Block und der macht sofort SAID? Der, das heißt. Sands. Das heißt, Das ist ja bestimmt mega befriedigend, wie der Vorsetzler sozusagen dann weißt. Morph Vorachse, Vormarsch. Ich weiß ja nicht, was der tut. Das heißt wahrscheinlich Ultra-Element-Entladung. Aus dem Morph-Vormarsch YB. Okay, krass. Ausprobieren. Ah, okay. Und dann. Aber dazu müssen halt die Figuren geladen sein. Das sind so. Also zu RT halten und dann nur B drücken. Und dann lädt er. Nee, dann lädt er. Schau. Da oben, automatisch. Nee. Oben sind die Fiolen. Ja. Die sind jetzt gelb. Ja. Jetzt sind sie aber gerade voll. Ja. Okay, warte, ich mach's dir kurz leer. So, jetzt sind sie leer. Ja. Ne? Im Endeffekt haust du so lange drauf. Einfach drauf, jetzt sind sie rot, siehst du das? Ja. Und jetzt pass auf, jetzt drücke ich RT und B. Schwupp, und jetzt sind sie weiß und voll. Ja. Siehst du das? Aber weiß ist schlechter als rot. Nee, weiß ist gut. Weiß, du musst die Fiolen auffüllen. Auf rot. Auf weiß. Also. Du hörst mir immer nicht zu, weißt du? Schau her. Guck, guck bitte. Ja. Also, die Fiolen sind jetzt voll. Voll. Um den SAED zu machen. Den Super Elemental Amputed, wie auch immer. Sad. Genau, um den zu machen, drückst du YB gleichzeitig, schau. Ja. Ja, das, dann flippt sie aus zur Westung. Schau, zeig dir das noch einmal und dann machen wir das so wieder zur Westung. Dann gibst du mal den Controller. Boom. Das war der falsche. Das war die verstärkte Element im Dabung. Ich glaube, ich kann die SAID kann ich nicht so machen. Genau, du musst dann. Warte. Was? Ja, warte. Schild ist nicht aufgeladen, ja. Ach so. Wie lade ich das Schild auf? Ja, das. So. Jetzt ist das Schild aufgeladen. Siehst du, jetzt leuchtet das Schild und jetzt hat er die ganzen Fiolen in den Schild reingeladen. Warum ist das Schild jetzt aufgeladen? Ja? Warum ist das Schild jetzt aufgeladen? Weil die gerade aufgeladen haben. Womit? Mit den Fiolen. Wie denn? Was hast du denn getroffen? Tastenkombination, schau. Nehmen? Ja. Und jetzt? Pass auf. Jetzt haust du. Bis da oben die Fiolen rot sind. Einfach hauen. Wie hauen? Mit B oder mit Y, wie du möchtest. Was besser? Unterschiedlich. Halt mal B. Lass los. Muss schon früher loslassen. Wenn's jetzt loslassen. Jetzt ist sie rot. Und jetzt drückst du RTB. RTB. Mhm. Schwupp, jetzt sind die Fiolen voll. Siehst du? Ich habe jetzt nicht mitbekommen, wie ich die voll gemacht habe. Mit RT. RTB. RTB. Drück mal so. YB, YB, YB. Y, einfach weiter. B, B, B. Nein, Y und B. So. Y und B zusammen. Ja. Immer wieder. Ja. Immer wieder. So, schnell. Ja. Ja. So, jetzt sind sie wieder leer. Siehst du? Ja. Jetzt RT. Ne, jetzt schlägst du mit Y und machst deine Violen wieder rot. Mit B geht es am besten, wenn du B hältst. Wenn ich B halte. Ja, machen wir B halten nochmal. Ja, nicht so lang, sondern halt bis zu dem Moment. Genau, jetzt sind sie überfüllt, das ist schlecht. Reißt die ganze Zeit ab. Ja. Jetzt drückst du RTB. So, jetzt sind deine Fiolen geladen. Jetzt hat er das rot zu weiß gemacht. Ach so, gerade eben waren sie noch leer. Ich verstehe jetzt nicht den Moment. Wo sehe ich denn, wann ich die aufladen muss? Wenn sie rot sind. Mit B. So. Ach so, und jetzt mache ich das nochmal? Und jetzt sind sie rot. Die sind schon voll. Und jetzt mach RTB. Die sind schon voll. Achso. Wenn die gefüllt sind, also wenn die weiß sind, dann sind die voll. Du musst mir zuhören. Ich höre dir zu. Die sind weiß. Schau, das sind 5 Biolen und da sind, ist Milch drin. Mhm. Ja? Mhm. Und du kannst die leer machen. Die Milch raustun. Aber dafür brauche ich auf unser Schwert gelangt. Nee, das musst du nicht. Drück mal YB, also YB zusammen und drückst öfters. Aber wieso soll ich das Schwert jetzt nicht laden? Ist jetzt gerade egal, mach mal die Fiolen wieder leer. Wir müssen erstmal von Anfang an anfangen. Y und B, schnell hintereinander.
Jetzt entlädt er die, schau. Jetzt sind sie leer, schau hin. Ja, leer. Jetzt sind sie leer, schau. Jetzt sind sie leer. Jetzt sind sie leer. Genau. Wenn du die jetzt mach mal, schlag mal zu, bis sie gelb sind. Mit dem B. Ja. So, und jetzt drückst du mal RTB. RTB? RTB, ja. Schau, jetzt sind es nur 3. Warum? Weil es gelb war. Gelb macht nur 3 und rot macht 5. Nee, aber wir wollen immer 5. Genau, deswegen machst du immer rot. Ich wollte dir das nur gerade gezeigt haben. So, also mache ich das da. Dann mache ich das da. So, und jetzt sind sie rot. Aber jetzt RTB. Im Endeffekt hättest du das jetzt mit Gelb auch vollladen können, weil ja Gelb macht immer 3 voll und Rot macht immer 5 voll. Nee, so will ich nicht spielen. Du sollst du auch nicht. Ich wollte dir das noch gerade gezeigt haben, damit du das checkst, weil du das nämlich nicht checkst. So, jetzt sind sie voll. Und jetzt wollen wir die Fiolen in den Schild reinladen. Und in das Schwert. Nur erstmal in den Schild. Erstmal nur in den Schild, weil du kannst nicht gleichzeitig in Schwert und Schild reinladen. Ja. Jetzt drückst du... RTY. Nee, B und Y so lange, bis er das so reinsteckt und dann musst du das canceln mit RT. Okay, ich probier's. Wenn ich jetzt sag, drückst du RT, okay? Mach Y und B gleichzeitig ganz oft. Jetzt RT, RT, RT! Zu spät. Ich hab RT gedrückt. Nein, hast du nicht. Nochmal. Okay, also nochmal. Jetzt zwei. Tu mal deine Waffe schärfen. Ja, das ist jetzt gerade egal. Es geht ja nur um das Verständnis. Loslassen. Hast du das mit den Drücken schon wieder? Nein. Ach so. So. Ja. Und jetzt gibt's diesen SAED. Den kannst du so nicht machen. Das ist jetzt gerade eigentlich egal, aber jetzt sind sie gelb. Schau, pass auf. Nein, nein, nein. Ich will sie aber auf Rot. Du brauchst sie nicht auf Rot zu haben, wenn du sie schon halb voll hast. So. Jetzt drückst du YB so lange, bis er das Schwert in den Schild steckt und dann drückst du nicht mehr YB, sondern RT. Aber da, ich muss RTB loslassen. Du musst gar nichts drücken, du musst nur RT drücken. Okay, also ich mache jetzt RTB. Nein, YB. YB. Weiter, weiter, weiter und jetzt RT. RT, 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 RT. Hast du gesehen? Habe ich gemacht. Und jetzt ist der Schild am Leuchten und die Fiolen sind im Schild drin. Oh, in den Schild. Und wir brauchen nicht das Schwert. Jetzt drückst du RT. RT. B und dann hältst du Y. RT, B und jetzt halt Y. Habe ich Y gehalten. So, und jetzt ist das los. Losgelassen. Jetzt ist dein Schwert gefüllt, schau. Oh, es hat keine Aufladung gehabt. Nein, brauchst du auch nicht. Weil wenn du lädst das Schwert vom Schild aus. Also der Schild muss geladen sein, um das Schwert aufzuladen. Aber dann hat mein Schild weniger Aufladung. Nee. Warum lädt man dann das Schwert auf? Weil das halt, das ist nice to have einfach. Ich verstehe die Logik. Das macht einfach mehr Schaden. Das Schild ist eine Batterie, genau. Aber ich nehme ja Energie vom Schild und stecke die in das Schwert. Weil das Schwert extra Procs macht. Preist nicht mehr ab, wenn das Schwert geladen ist. Okay, also Schild, Schwert immer mit dazuladen, ja oder nein? Sebastian sagt nein, Regine sagt ja. Dev sagt auch nein. Also musst du nicht, aber es ist halt nice to have. Okay. Weil du dann nicht mehr abpreist und so. Bei Element ja. Bei Element ja. Also wenn du Elementschaden machen willst, dann mach du mit dem Schwert, weil mit dem Schwert, wenn das so... Was bedeutet bei Impact 9? Impact ist einfach reiner Damage, glaube ich. Sag nicht ja. Regine hat gesagt, nice to have, okay. Wenn du mehr Elementfiolen hast. Uiuiui. Und wie lade ich das jetzt nochmal das Schwert auf? Jetzt tust du RT, tu einfach RT halten, dass er den Schild nimmt. Ja. Und dann steckst du es in den Schild rein und dann drückst du Y. Also B steckst du es in den Schild rein. Ja. Und jetzt hältst du Y. Y. Ja. Und dann lässt du los. Okay. Jetzt ist dein Schwert wieder geladen. Und wie mache ich jetzt meine Ulti? YB. Dazu musst du die Fiolen auffüllen wieder. Weil das ich ist der, auch gerade aufgeladen. Das ist der Discharge. Schau. Dieser Überschlag, wo er macht, ne? Ja. Der entlädt alle Fiolen. Da umso mehr du Fiolen du hast, umso mehr Schaden machst du da damit. Warum blinkt mein Schwert? Dein Schild blinkt, weil das halt nicht unendlich lang so bleibt. Du musst es immer wieder aufladen. Und wie? Mit B. Das, nein, 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 schau. Jetzt sind deine Fiolen wieder rot. Ja. Jetzt tust du die Fiolen wieder aufladen. Mit LTB. Nein, RTB. RTB. Ja, drück mal. So, jetzt sind sie wieder geladen, schau. Ja. Und jetzt kannst du, wenn du YB den Move machst, weißt du, ja. Mach mal YB, weiter, weiter, weiter. Und dann jetzt RT. Jetzt hat er die Fiolen alle wieder in den Schild reingeladen. So lädst du dein Schild wieder auf. Und jetzt? Jetzt ist dein Schild geladen und dein Schwert. Ja, aber ich will ja meine Ulti jetzt. Genau, und jetzt tust du deine Fiolen wieder aufladen.
Oh, der Beat dauert aber lange. Ja. So, und jetzt drückst du. Genau, stopp. So, und jetzt drückst du einfach YB, 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 YB. Und mach einfach. Einfach weitermachen. Das ist deine Ulti. Hast du gesehen? Und der hat jetzt alle Fiolen benutzt, um diesen Schaden zu machen. Warum ist mein Schwert noch aufgeladen jetzt? Ist mein Schild. Dein Schild? Ja, weil du das nicht das Schild entlädst, sondern die Fiolen. Ach, da muss ich gar nicht mein Schild immer aufladen. Doch, weil sonst macht er einen anderen Move. Warte mal, bis das Schild leer ist. Aber mein Schild ist doch noch aufgeladen. Ja. Also, der Schaden, den du machst, der kommt von den Fiolen. Ja. Das Schild aber der Schaden, also die Fiolen müssen durch das Schild auf, also die Fiolen laden mein Schild auf. Genau. Mein Schild ist aber aufgeladen. Genau, und deine Fiolen sind aber auch dein Elemental Discharge. Also dein ich habe Element, diese SAID. Sad. Genau. Den machst der SAID, also der ist ganz starke Move, der geht nur, wenn dein Schild leuchtet und deine Fiolen voll sind. Nicht rot, sondern weiß. Nochmal. So, und jetzt tust du dein Schild wieder aufladen. Genau, und jetzt kannst du den YB, 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 YB machen. Okay, das ist also meine Kombi. Das ist dein Skill. Boom. Der macht viel Schaden. Aber jetzt sind deine Fiolen wieder leer, siehst du? Ja, jetzt hast du verstanden. Gibt es vielleicht eine schönere Methode? Weil der stockt ja immer, wenn ich B jetzt gedrückt habe. Y. Kann. Weil das ist ja blöd. Guck mal, der stockt immer. Dann einmal, dann kann ich nicht kurz nichts machen. Kann ja nicht immer so kurz vor dem Monster so erstmal Pause machen stehen. So wie beim True Charge, meinst du? Nein, dann machen wir nie Pause beim True Charge. Ja, Y. Das habe ich vorhin gesagt. Da hat sie aber also gesagt, wenn ich jetzt Y... Das und jetzt Y mache, ja, genau. Ja, dann macht der gleich weiter. Mit jedem Schlag lädt er die Fiolen. Gut. Und dann, das ist immer meine Ulti. Genau, und das gibt dann noch eine heftigere. Der Dev hat mir letztens gezeigt, wie dieses Ding abgeht. Das geht tierisch ab. Also in World gibt es noch diese Chainsaw. Das ist dann noch eins weiter. Da kannst du dann Schild, Schwert aufladen und dann kannst du noch die Axt aufladen und dann dreht sie sich vorne. Und dann kannst du die ganze Zeit zuschlagen. Das macht übel viel. Also erst bei Soundtrack dann. Das weiß ich nicht. Gibt's ja auch. Hier, so Ex-Hopper. Das ist so krass. Da kannst du dann, da steckt dann das Schild vorne an dem Schwert dran, ja, und dreht sich und du kannst dann die ganze Zeit so draufhauen von oben und das macht ultra viel Schaden. Dann schauen wir mal. Stell dir vor, du hast die Fiolen, dass die Fiolen dein Mana sind und das Aufladen des Schilds und des Schwerts und deine Ulti sind Fähigkeiten, welche dein Mana benötigen. Dein Schild ist ein Buff, der eine bestimmte Zeit hält. Oh, das ist aber schön verunschaulich. Ja, das stimmt, ja. Das kann, aber, ja, nice. Aber wenn das ein Buff ist, ne, dann muss ich auch mein Schwert aufladen, sonst macht das keinen Sinn. Das ist aber genau das, warum ich erst gesagt habe, CB ist keine gute Idee. Schau mal, aber lass dich erstmal drauf klarkommen, CB ist schon nicht easy. Du musst da viel Sachen im Kopf haben, ne? Also du musst, was deine Aufgabe ist... Achso, dann ist das gar nicht das, was ich lernen muss, weil das habe ich jetzt verstanden. Doch, das ist das, was du lernen musst, aber das Umsetzen ist halt das Problem. CB ist erstmal Grundkombo. Okay, ich werde jetzt erstmal... Füll mal erstmal die Fiolen auf. Mach das nochmal alles. Ich soll jetzt nochmal Fiolen auf. Fiolen auf. Genau, das ist egal, wie du zuschlägst. Du lädst immer... Du musst nicht den B machen, der B macht halt nur mehr Schaden. So. Warum hat er das jetzt gemacht? Weil du RTB gedrückt hast. Das ist Aufladen. Stopp. Und jetzt drück mal RTB. Schau, jetzt sind sie voll. Weil Gelb macht immer 3 und Rot macht immer 5. Das ist sehr unbefriedigend, das mag ich. Ja, dann mach immer Rot, ist doch scheißegal. Ja, und jetzt mach ich... Zeig ich dir mal kurz was anderes. Jetzt machst du mal den Elemental Discharge. Mach jetzt mal YB, YB, YB. Aber mein Schwert... Mach einfach mal. Mein Schwert, ja, schau hin. Mich aufgeladen. Hast du gesehen? Das war nämlich jetzt ein anderer Skill und der hat jetzt nur eine Fiole gekostet. Ja. Den kannst du auch machen. Das ist nicht mehr der ganz große dann, sondern der macht dann einen kleinen. Und der macht halt ein bisschen weniger Damage. Mach mal. Was? YB, YB, YB. Und dann siehst du, der macht einen ähnlichen Skill. Schau. Aber das ist verstärkte Elemententladung. Da haut er dann nur einmal drauf, der trifft und macht bum, bum, bum. Ich sehe irgendwie keinen Unterschied. Okay, dann lad jetzt mal dein Schild auf. Weißt du noch wie? Nee, nicht mehr richtig. RTB? Ja. So, und jetzt drückst du YB, 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 bis er das Schwert in das Schild reinsteckt und dann drückst du RT. So, jetzt ist dein Schild aufgeladen. Jetzt füllst du deine Fiolen wieder auf. So, und jetzt machst du das gleiche nochmal mit YB, den gleichen Skill nochmal. So, das ist jetzt Ultra-Element-Entladung, schau. Da lädt er alle Fiolen raus und das trifft und das siehst du leider von dir nicht. Ja, weil der hinter noch Boom Boom macht. Genau, ne? Ich zeig dir das mal. So. Ne? Und jetzt gehen wir mal vorhin. Also da musst du das auch Positioning. Oh, das wird zu nah dran, scheiße.
Hast du gesehen? Ja. Das hat es